So, und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode von Metro Exodus. Wir sind in Moskau in der Außenwelt mit unserer lieben Frau Anna und schauen mal, wie es weitergeht. Bewegung! Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Ist hier hinten noch was? Manchmal weiß man das ja nie, aber scheinbar nicht. Es sieht schon verdammt gut aus, ey. Ich muss deinen Dämonen davon jagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Jetzt bist du dran. Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Ich schätze ja mal, gleich passiert irgendwas. Gut gehen tut das auf jeden Fall nicht, unser Ausflug, schätze ich mal. Lebt denn? Ja, schießen kannst du ja nicht, ne? Meine gute Frau hier. Alles klar bei dir? Natürlich. Vermutlich haben sie gehört, wie wir vom Dach herunterkamen und dann beschlossen, uns anzugreifen. Die Mistviecher werden immer schlauer. Ja, übrigens haben wir immer noch am linken Handgelenk die altbekannte Uhr, die uns anzeigt, wie lange unser Filter hält. Und das blaue Licht zeigt immer noch an, ob wir gesehen werden oder nicht. Also sprich, ob wir uns im Schatten bewegen oder im Licht. Mutantenrudel. Ja, die Welt sieht wirklich schon brachial gut aus. Und das ist ja gerade mal der Anfang. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Stopp! Das Rudel ist hier. Verwandeln wir diesen Ort hier jetzt in ein Blutbad oder lassen wir sie ziehen? Warte ab. Anscheinend waren das alle. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Und das war ein echt großes Rudel. Ist die Zone deshalb verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? Das Spiel hat einen Fotomodus. Wie ihr sehen könnt, können wir diesen aktivieren, wenn wir die Select-Taste gedrückt halten. Wollen wir jetzt aber nicht machen. Wer geile Screenshots machen will, wozu dieses Spiel einlädt, kann das dann also gerne tun. Mal helfen wir uns auf Arm hoch. Komm schon hoch!
Achso, noch eine Empfehlung von mir. Speichert. Speichert immer. Schöner Schneesturm. Oh! Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Eine Bahn. Ein Zug! Ein verdammter Zug an der Oberfläche! Wo? Scheiße, was machen wir denn jetzt, Atjom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Oh, dann hinterher. Hey, na los, kommt rein! Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Und auf! Na los, kommt rein! Jawohl. So, ab hinterher. Oh. Oder auch nicht. Hinterher. Jetzt haben wir auf den Helm gekriegt, warum auch immer. Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Atjom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Oh je. Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Scheint ihr so ein Erschießungskommando zu sein oder sowas. Oh, Alter. Das ist natürlich auch nicht so schön. Tja, durch die glückliche Fügung sind wir auch noch nicht tot, aber fast. Auf jeden Fall schwer verletzt, scheinbar. Also wir keuchen zumindest so. So, erstmal haben wir eine Schutzmaske, das ist schon mal gut. Oh. Oh, was haben wir denn da? Sieht aus wie eine Notiz oder so. Ah, Medipack. Die guten alten Medipack-Spritzen. Nehmen wir uns auch gleich mal eine. So, geheilt und frisch und munter. Geht es weiter. Das Wischen haben sie auch noch. Immer wenn ihr Wasserspritzer, Blutspritzer oder irgendwas wie jetzt vor die Maske kriegt, könnt ihr die sauber wischen. War da oben der Zug?
Ja. Ja, da ist der Zug, der fährt gerade rein. Dann müssen wir auch da rein. Ah, bringt uns aber auf die Idee, weil wir können nicht speichern. Das ist ja natürlich bitter. Aber warum kriegt er rückwärts? Er soll vorwärts kriegen. Ich will die ganze Zeit speichern, aber ich kann nicht. Ja, hallo. Willkommen zurück im Untergrund. Die verdammten Telepathen sind durchgebrochen. Die Arbeiter sind erledigt. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schieß. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Oh, da stehen zwei. Da gehen wir da mal nicht lang. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Alles sieht einfach nur verdammt gut aus. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da. Ein Mutant? Ja, bleib ruhig, wir sind's. Ein Mensch? Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Also gut. Ich werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Das klingt doch nach einem Plan. Aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte! Du bleibst besser im Schatten. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Schalte das Licht aus! Okay, wir sollen im Schatten bleiben und das erstmal eine schöne Lampe über den Kasten. Na gut. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Ducken und Lenja, keine Geräusche machen. Die sollen mal nachgucken. Siehst du die Leiter? Ist ja wieder vernünftig geworden, Yarmak. Dann machen wir das mal. Wir schleichen uns mal zur Leiter. Yarmak, bist du das? Was stammelst du da? Komm her, hilf mir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspielchen sein. So, Leiter erreicht. Natürlich, wir machen das doch glatt im feinsten Assassin's Creed Manier.
Auf geht's! Warte, warte einen Moment. Warte. Das ist doch... Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Klasse. Und jetzt werfen. Okay. Ich hoffe, die Geräusche lenken ihn ab. Hallo, wir haben doch geworfen. Gut gemacht. Jetzt haben wir es doch. Auf geht's, komm. Los, mach die Tür auf, guck nicht. Geh durch, na los. Viel Glück. Kinder! Mein Vater wird niemals... Meinst du nicht, er weiß das? Meinst du nicht, dass... Wer zum Teufel bist du? Ab rein hier. Frau loslassen. Alarm! Du Mistkerl! Oh, einen schönen Helm geben. Und wir sind wieder back in business. Und ein bisschen Zeit für Romantik. Bist du verletzt? Hunters Abzeichen? Es hat die Kugel abgefangen. Aha. Das du Mist. Keine Bewegung. Achtung, Steuereinheit befestigt. Idioten, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht. Ihr Was sind das alles für Leute? Das... ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Wortabschaltung eingeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht. Hast du das gehört, Atjom? Die ganze Zeit recht. Verstehst du? Da draußen ist nicht nur Russland, da ist die ganze Welt. Oh mein Gott! Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind! Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm. Artyom? Zu euch. Ihr müsst abhauen. Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen. Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Bereit machen, Leute. Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Bewegung. Hierher, schnell! Auf geht's! Sind Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt. Lauft zu diesem Hangar und zum Befehl bringe ich euch hier raus. Die kennen mich, also kann Warum ich ohne Probleme uns, dorthin. Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei los? Vorsichtig. Hey! Hey, Atjom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Na dann mal hoch hier mit dir. Übersehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atjom. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. So. Speichern momentan nicht möglich. Das ist natürlich... bescheiden. Atjom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Sie gibt mir von oben Deckung. Wo ist sie denn?
echte Spione, mein Freund. Ja, klar. Ja, die sind dann einfach so heranspaziert, ja? Ein Hubschrauber hat sie gebracht und das hat abgehauen. Na klar. Ui. Ja, schön hier durchschleichen. Er hat uns doch das Messer gegeben. So, die Munition erstmal geklaut. Immer wichtig. Wir müssen uns hier über den Hof schleichen. Da fehlt der Reich noch 1,18. Da siehst du wirklich fast nichts durch das Schneegestöber. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Oh. Durchrennen und rein. Oh, Filter gewechselt. Zack. Hat auch einen Schalter einfach gut. Und ein besseres Zielobjektiv, das ist immer gut. Aha, sehr schön. Alles klar. Hier unten geht es auf jeden Fall durch. Jetzt gucken wir erstmal nochmal hier unten rein. Kann man hier unten durch? Kümmer. Oh. Nee, das wollen wir nicht. Na, wir gehen wieder rein. War eine dumme Idee. Okay. Dann mal weiter. Wurfmesser. Und vielleicht machen wir auch mal aus. Scheiße. Atium, die haben Yamak. Wir müssen näher ran. Ich kann hier immer noch nicht speichern. Während du näher rangehst, dann kannst du den Alten befreien. Atium, du musst die Leiter vor uns hinunterklettern. Sei aber vorsichtig. Leider vor uns. Leider vor uns. Was sieht sie da? Sicher keine Leiter. Leider vor uns herunterklettern. Wir bleiben erstmal hier im Schatten. Ach, die Leiter meinte. Aha. Hinter dem Tor war was zu hören, sag ich dir. Da draußen ist ganz sicher niemand. Das ist das Außentor. Alter, voll gruselig, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist jeden Moment tot. Hier steht auf jeden Fall einer. Gruppe A, Lagebericht. Was zum Teufel ist das? Gruppe B, Patrouille in Hof und Generatorraum fortsetzen. Gruppe A, Windturbinenzone überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Verdammt.
Wachen haben sie denn? Ausgerechnet jetzt mussten diese Mistkerle angreifen. Stecke ich hier mindestens noch eine weitere Woche fest. Dabei bin ich schon über einen Monat hier und ich fühle mich echt beschissen. Immer zum Arzt. Ich lieber den Major. Ist vielleicht Zeit für deine Transfusion. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir hin? Dann hol dir was. Du wärst am Meer, ob es aus dann. Welches Meer? Ich war bisher nur in Strogimor und der Bosch. Anderes als allein. Damals war ich 3 Jahre alt. Wir haben jetzt ihren Spaß und ich. Das ist auf jeden Fall noch einer. Da gehen wir mal nicht lang. Wir machen ja auch mal das Licht aus. Bisschen sneaky sneaky. Ich war bisher nur in Strogimor und der Bosch. Damals war ich 3 Jahre alt. Daran kann ich mich noch erinnern. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auf den Zug kommen, schätze ich mal. Gruppe D, zum Generatorraum verlegen. Aha, sei da ganz vorsichtig. Zur Abwechslung brauchst du mal nicht den Helden geben. Lass uns warten, bis sie weggehen. Stehen bleiben, Germann. Wir haben höchste Alarmstufe und Zivilisten dürfen nicht herumlaufen. Dann machst du den Zug also an meiner Stelle bereit. Dann wird es los mit dir. Darum bist du das ausgerechnet jetzt. Die nächste Phase ist für morgen geplant. Dann nimmt es welche jetzt sogar aus. Hör dich jetzt nicht vom Fleck. Später werden wir noch über Regelverstöße reden. Ein ruhiges. Sicheres Plätzchen. Etwas entspannen. Alles klar. So. Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Sehr schön. Oh. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. Hat den Gegner einfach mal aus der Welt gespawnt. Wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geh da hoch und schalte den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Und seid bitte vorsichtig. Sonst ist ganz schnell die ganze Basis gedroht. Und die Musik gerade macht sich besser. Noch mehr Wachen, schnapp sie dir. Da ist er! In den Durchgang! Rücken wir mal hier vor. Oh je. Und da ist er auch platt. Noch keiner hat Alarm geschlagen. Das ist ja mal. Ja, ja, ist doch gut. Ich will doch nur Munition sammeln. Dann Drehmechanismus an. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Oh, da oben sind sie. Oha. Deckung, oh, Deckung, Deckung, Deckung. Das war keine gute Idee mit den Fässern. Das war heftig. Alles klar? Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie zu erreichen. Aber es fiel. Du Verrot! Salz!
Gibst du mir deine Muni? Nein, gibst du nicht. Gibst du mir deine Muni? Ja, gibst du. Sehr schön. Noch mehr Waffen. Waffen. Oh. Mädchen, du stehst hier unpraktisch. Oh, oh, oh. Ich sehe halt gar nichts, ne? Das ist ja mal. Ist das der Handbetrieb? Nee. Lass uns das doch, machen. Doch, das ist es. Das ist der Handbetrieb. Nur ein bisschen. Ja. So, und damit endet unsere zweite Episode von Metro. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch einfach weiter. Gebt uns einen Daumen nach oben und wenn ihr mal mögt, auch noch ein Abo. Also, bis zur dritten Episode. Wir sehen uns.